Auch Skodas neuestes SUV trägt einen Namen, der sich zusammensetzt aus Begriffen der Ureinwohner vor der Südküste Alaskas. Und zwar den Begriff Auto und Pfeil. Willkommen bei der Weltpremiere des neuen Skoda Karoq. Der Skoda Karoq ist 4,38 Meter lang, 1,84 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Sie werden dieses Auto auf der Straße sofort als ein Skoda identifizieren und Sie werden auch sofort feststellen, oh, das muss ein Karoq sein, weil er sich klar vom Kodiaq unterscheidet. Wir haben eine klare Markenidentität bei diesem Auto und eine klare Produktidentität. Und das gilt auch für unsere gesamte Designphilosophie in der Zukunft. Sein langer Radstand von 2,63 Meter bildet zusammen mit den kurzen Überhängen die Basis für das großzügige Platzangebot des Kompakt-SUV. Der Kofferraum des neuen Skoda SUV fasst mit aufgestellten Rücksitzen 521 Liter. Bei umgeklappter Rückbank werden daraus stattliche 1630 Liter. Baut man die drei Rücksitze komplett aus, wird der Karoq zum Lademeister mit dann 1810 Litern Ladevolumen. Der Innenraum des neuen Karoq ist, wie man es bei Skoda neuerdings erwartet, sehr modern gestaltet. Wichtig hierbei ist vor allen Dingen, wir haben jetzt ein komplett glasüberbautes, bis zu 9,2 Zoll großes Mittendisplay hier als Touchscreen. Aber viel wichtiger, zum allerersten Mal in einem Skoda finden wir ein voll digitales Cockpit. Hier habe ich die Möglichkeit, aus vier Themen auszuwählen und die kann ich dann auch noch individualisieren. Die Infotainment-Systeme des Karoq bieten mit Skoda Connect neben einer Notruffunktion nun auch die Möglichkeit, Verkehrsinformationen in Echtzeit abzurufen. Selbstverständlich stehen mit SmartLink Plus inklusive Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink alle notwendigen Voraussetzungen zur Verbindung des Smartphones parat. Wir werden in Österreich mit 5 Motoren starten, mit 3 Ausstattungsvarianten starten. Wir werden das Auto mit der Konnektivität der modernsten Generation ausstatten. Und wir werden das Auto in Österreich ausstatten, wie es die Skoda-Kunden von uns erwarten. Viel Ausstattung um relativ wenig Geld. Aller Technik natürlich bei dem Auto, bei den Varianten verfügbar. Wir rechnen aber damit, dass der Allradanteil beim Karoq doch nur bei etwa 40% liegen wird. Zum Marktstart bietet Skoda für den Karoq 2 Benziner und 3 Dieselmotoren. Sie leisten zwischen 85 kW bzw. 115 PS und 140 kW bzw. 190 PS. Besonders zu erwähnen wäre hier sicher auch der neue 1,5 Liter TSI, der nun auch über eine Zylinderabschaltung verfügt und trotz 150 PS mit nur 5,1 Liter im Mix angegeben wird. Die Turbotriebwerke übertragen ihre Kraft wahlweise über ein 5- bzw. 6-Gang-Handschaltgetriebe oder über das 7-stufige DSG auf die Vorderräder. Abhängig von Modell und Motorisierung ist auch ein Allradantrieb verfügbar. Es gibt für den Skoda Karoq eine Vielzahl von Assistenten. Für mehr Komfort sorgen unter anderem der Parkassistent, der Lane Assist oder der Stauassistent. Die Blindspot Detection und der Front Assist mit Fußgängerschutz dienen hingegen der Sicherheit. Auf Wunsch sind zudem unter anderem ein adaptiver Abstandsassistent oder eine kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung sowie eine Einparkhilfe lieferbar. Der neue Skoda Karoq soll nicht nur an den Erfolg des Kodiaq anschließen, er soll wesentlich mehr Neukunden und auch Bestandskunden der Marke Skoda sichern. Ganz wichtig, das Fahrzeug ist wirklich hochmodern. Wir finden zum allerersten Mal in einem Skoda hier das voll digitale Cockpit. Ich freue mich jetzt schon darauf zu sehen, wie er sich fährt.